Ja, und da sind wir schon wieder zurück auf dem roten Sofa. Adel Schaffhauser Herbstfest mit dem Herzen von der Herbstfest auf der Piazza in der Halle 4. Und wie es vorne ja schon so schön war mit Adams Wedding, bleiben wir gerade mal im Thema treu, nämlich bei den Pfarrerssöhnen. Mein heutiger Gast ist nämlich ebenfalls einer. Allerdings ist er nicht unbedingt für seine familiäre Konstellation bekannt, sondern weil er über 2 Jahrzehnte lang ein dominierendes Gesicht von der Tagesschau im Schweizer Fernsehen war. Heute stellt er allerdings keine Nachrichten vor, sondern sein aktuelles Album mit dem Namen As Long As I Can Sing. Und ich bin stolz und ich freue mich, den Heiri Müller hier begrüßen zu dürfen. Heiri, schön, dass du da bist. Ja, danke. Schön. Ein bisschen schwierig sitzen und hierher kommen, aber jetzt sind wir da, ist sehr gut. Jetzt haben wir es halt mitten im Feierabendverkehr, im Stau und so weiter. Aber ja. Haben wir es gut geschafft? Nein, nicht so gut, aber wir sind da. Reden wir über etwas anderes, ist gut. Ist gut. Es ist jetzt gar nicht so lange her, dass wir beide uns gegenüber gesessen sind. Es ist trotzdem enorm viel gegangen in der Zwischenzeit bei dir. Du hast in Baden deine Plattentaufe dürfen feiern, du hast viele Konzerte gespielt, hast auch schon eine neue Single draussen, nämlich 9 to 5. Unheimlich untriebig. Wie ist Rockstar-Leben? Erzähl mal. Das Rockstar-Leben ist ziemlich anstrengend. Aber der Plausch, es ist nie so anstrengend wie früher bei der Tagesschau. Und man kann alles mit Lust betreiben, das ist eben wunderbar. Und ich gehe jetzt ein bisschen auf in dem, wenn man so will, neue Leben und mit der neuen CD, die sehr gut läuft, wo sehr viel gespielt wird. Und Konzert habe ich selten so viel, wie ich gerade jetzt habe. Also es ist der Plausch. Ist ja spannend, die neue CD, die wird ja überschwänglich gelobt, überall, wo ich auch lesen konnte, haben sie gesagt, die Beste, die du je rausgebracht hast. Siehst du das auch so? Nein, ich sehe das natürlich nie so. Ich denke einfach, ich habe jetzt 5 CD gemacht und jede ist wieder anders, jede entwickelt sich wieder, auch meine Stimme entwickelt sich von einer schönen, liebevollen Stimme zu einer rauchen, ausdrucksvollen Stimme, so wie ich es eigentlich gerne habe jetzt. Genau, also in den letzten 10 Jahren ist da wirklich musikalisch auch viel gegangen bei dir. Die aktuelle Single 9 to 5 heisst die, das kennt man ja eigentlich als amerikanischer Ausdruck, vom 9 bis am 5 wird geschafft. Da hat aber einiges mehr mit dir zu tun, wie man sich das im ersten Moment vorstellen könnte. Es hat so einen autobiografischen Hintergrund. Um was geht es dort? Also es hat natürlich alles, was man schreibt, hat einen autobiografischen Hintergrund. Das muss man, glaube ich, einfach immer sagen. Man kann nichts schreiben, was nicht irgendjemand im Kern etwas zu tun hat mit einem. Ich habe einfach gemerkt, jetzt in den älteren Jahren wichtig, also es ist Freundschaft. Es geht in vordergründig da um ein iPhone, wo einem nachher mit allen verbindet und 24 Stunden verbindet, aber im Grunde genommen hat man nachher zu wenig Freunde. Und ich bin eben einer von denen, der das sehr, sehr wichtig findet, dass man Freunde hat und die auch trifft und die auch anlängen und anschauen kann. Und um das geht es da. Jemand, der plötzlich Nase voll hat mit dem iPhone und wieder zurück will. Es ist eben kein Zurück, finde ich, sondern das finde ich ein menschliches Anliegen, dass man Freunde hat und dass man sich treffen kann und miteinander plaudern und auf die Art und Weise glücklich sein. Spannend, also eigentlich mein Rückschritt quasi, siehst du den Fortschritt wieder, das klingt sehr sozialkritisch. Bist du als Sänger auch wirklich ein kritischer Mensch? Ja, ich bin ein ziemlich kritischer Mensch, auf jeden Fall schaue ich die Welt an und bin im Moment nicht so glücklich, was ich hier sehe. Ich freue mich, dass ich Musik machen kann in dieser Welt, vielleicht etwas ganz, ganz Kleines beitragen. Ich schreibe keine, wenn man so will, politische Lieder. Aber ich schreibe keine Lieder, die einfach nur ein Furz sind in dieser Welt. Das auch nicht. Genau, und du hast ja, und das ist ja das Schöne, oder mit deiner Biografie als Tagesschau-Moderator hast du unglaublich viel gesellschaftliche Entwicklung auch miterlebt, hast dich verinnerlichen und bringst sie jetzt auch zu Musik. Wie ist das eigentlich für dich selber mittlerweile, das Label Tagesschau-Moderator? Hast du es schon ablegen? Das kann man wahrscheinlich nicht mehr ablegen. Ich habe das einmal gehofft, aber das ist nicht so und in der Zwischenzeit macht es auch nichts. Ich konnte mich gut arrangieren, ich kann jetzt auf der Bühne auch mal über die Tagesschau ein Witzli reissen und es ist lustig, dass gerade bei diesen Witzli die Leute wirklich lachen. Also, aber ich mache nichts Einfältiges im Sinn auf die Bühne kommen und sage guten Abend, meine Damen und Herren, so Zeugs mache ich nicht, obwohl mir das immer wieder ins Maul gelegt wird, ich sollte doch das einmal machen. Das interessiert mich alles nicht. Es ist klar. Aber es gibt immer wieder zwischendrin, so, merke ich auch bei den Leuten, dass sie wieder mal schauen, wenn ich singe und mich auf der Bühne bewege. Sie denken, ist jetzt das wirklich der Typ, der hier die Tagesschau früher einmal gemacht hat?
Und da merke ich manchmal, dass es schwierig ist. Ja, und das ist auch wirklich spannend. Du bist ein ganz anderer Mensch auf der Bühne, auch in deinen Videoclips, wenn man dich anschaut. Du bist voll drin, du bist voll da dabei. Es ist auch nicht dein erstes Album, das du veröffentlichst. Seit 2004 bist du nämlich da, Nummer 5, wenn ich recht informiert bin. Du bist seitdem eigentlich schon unterwegs. Jetzt hast du ja den Wechsel gemacht vom Medienprofi ins Musikbusiness. Sehr toughs Business. Wie war es am Anfang für dich gewesen, vor allem der Umstieg? Also für mich war er nicht tough gewesen, aber Kunst war wirklich gewesen, die Leute zu finden, die dir helfen können. Da habe ich ein paar Fehler gemacht, aber im Großen und Ganzen habe ich doch die Leute gefunden, die mit mir Musik machen können und auch Lust haben, zum Musik machen mit mir. Es war auch bei den Musikern am Anfang die Situation gewesen, dass sie gesagt haben, der Heiri Müller, der ist ein guter Tagesschau-Moderator, aber Musik, das klingt ja völlig kurios. Und sind hat sich müssen selber auch motivieren und das ist dann Schöne gewesen, dass ich das auch können. Die haben gemerkt, hoppla, da will jemand, da macht jemand leidenschaftlich Musik, da machen wir mit. Aber die Leute zu finden, das war das Glück gewesen am Anfang. Wenn ich die nicht gefunden hätte, wäre es schwierig gewesen. Und mittlerweile hast du ja dir so einen kleinen Traum können erfüllen. Du hast eine Cover-CD aufgenommen mit Bruce Springsteen-Lieder. Wenn man dich versucht zu beschreiben, ich mache das auch immer, wenn mich jemand fragt, wie tönt der Heiri Müller, dann sage ich schon ein bisschen Bruce Springsteen. Ja. Ziemlich in die Richtung. Du, ist das ein Vorbild von dir überhaupt? Oder ist das einfach, weil du so eine sonore, so eine rauchige Stimme mittlerweile entwickelt hast? Ja, es ist kein Vorbild. Ich bin ja sehr lange im Ausland gewesen, habe in dieser Zeit von Bruce Springsteen gar nicht gehört. Und erst viel später von Bruce Springsteen gemerkt, dass das ein interessanter Sänger ist mit interessanten Texten. Nein, ich singe einfach so. Und ich habe natürlich schon den Wunsch, was ich am Anfang jetzt vorhin gesagt habe, ich will können ausdrucksstark singen. Ich will nicht mehr können schön singen. Schön singen interessiert mich überhaupt nicht. Das höre ich die ganze Zeit an den Radios. Ich will eine ausdrucksvolle Stimme. Bruce Springsteen hat das. Und ich werde ja, das ist ja eine Art ehrenvoll für mich, immer wieder verglichen oder, mit den ganz berühmten Sängern, die auf dieser Welt rumsingen und so. Und das ist herzig. Ich wäre allerdings froh, wenn man auch mal würde sagen, hey, der Heiri Müller, der hat eine Stimme, oder? Also, dass man nicht irgendwie vergleicht mit irgendjemandem, weil ich will so oder so niemand imitieren, sondern dass man einfach sagt, wow, das ist schön. Und ich habe das Gefühl, du bist jetzt mit dem aktuellen Album auch genau dort angekommen, dass man dich eben nicht mehr vergleichen muss. Du hast einen ganz eigenständigen Sound kreiert, du hast dich auch weiterentwickelt. Wie ist das eigentlich mit dem Stammpublikum, das du bisher gehabt hast? Habt ihr das gutiert, dass sich der Heiri Müller auch weiterentwickelt als Künstler? Ich vermute, dass ein Haufen Leute sich nicht mehr so interessiert haben für meine Musik. Die haben sich angepasst bei der Tagesschau, haben mich dort sicher gut mögen. Aber nachher der Schritt zur Musik ist schwierig geworden. Ich hoffe aber und vermute, dass ein paar neue dazugekommen sind. Also ich denke, es hätte ein bisschen einen Shift gegeben von den Leuten, die mich immer noch mögen und sich interessieren für das, was ich mache. Am Schluss sind die schönsten Konzerte die, wo einfach jung und alt und reich und arm und so fort dabei sind. Das ist am schönsten. Wir sind am Schluss im Konzert, das ist eigentlich mein Ziel, eine Art Familie für 1-2 Stunden. Mögen wir einander dank der Musik, vielleicht auch dank meiner Ausstrahlung, die ich dann ja muss als Sänger, als Frontman auch ein bisschen können und die Leute zusammenbringen. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr tolle Aufgabe finde. Also für mich ist der soziale Teil des Konzerts ist ebenfalls sehr wichtig. Tönt, als wirst du im Moment vor allem das Tourleben geniessen. Oder bist du auch schon wieder am Schaffen an neuen Songs? Ist was Neues in der Pipeline schon oder geniesse ich es jetzt einfach mal? Nein, jetzt, also geniessen ist ein bisschen viel gesagt. Ich tue mich immer vorbereitet. Ich habe heute Mittag sicher 2 Stunden gesungen. Am Morgen habe ich auch schon für die Musik gearbeitet. Also in dem Sinn bin ich immer am Schaffen. Aber es ist natürlich ein schönes Schaffen im Hinblick morgen jetzt wieder ein Konzert. Da muss man schon immer dranbleiben, das ist ganz wichtig. Ich sage auch immer, eine Stimme von einem älteren Menschen, wie ich jetzt das bin, da muss man speziell darauf schauen, dass sie in Ordnung bleibt. Man muss körperlich fit bleiben, man muss springen, man muss wandern, man muss klettern, man muss schnaufen, das ist ganz wichtig. Also nicht einfach hier auf dem roten Sofa hocken, das geht also nur einen kurzen Moment und dann wieder weg. Also es ist eben schön, das Musik machen vom Schreiben von den Liedern, von den Ideen, die man muss haben, vom Schreiben, die man muss haben, aber auch, was es bedeutet, auf der Bühne zu stehen, nicht einfach als älterer Mann hier einfach klapprig rumsingen, sondern präsent zu sein, das ist eben schon wahnsinnig wichtig. Gut, ich habe jetzt
wirklich gerade vor kurzem habe ich dürfen in der Recherche jetzt ein sehr langes und interessantes Interview mit dir lesen. Dort habe ich das erste Mal herausgefunden, dass du eigentlich schon lang, bevor du überhaupt in deine Karriere gestartet bist, Musiker gewesen bist. Du bist mit 19 aber das erste Mal im TV auftreten, und zwar an einer, nicht Castingshow, heute wie aber eine Castingshow nennen, dort zwar eine Talentshow. Kannst du mir etwas, ein bisschen über den Auftritt erzählen, mit deinem Bruder zusammen oder so etwas ist es? Nein, das ist, bin ich allein gewesen, da habe ich noch sehr viel Gitarre gespielt, und das war einfach die allererste die Art von Show gewesen, oder? Mit dem Jan Hiermeier, das war früher Moderator gewesen vom kennen Schweizer Fernsehen. Kennen wir das? Wir kennen den in der Ostschweiz. Und da musste man sich bewerben, musste vorsingen. Das erste Mal so Kameras, noch riesengroße Dinger damals. Und ich bin so richtig schön angezogen worden. Ich selber bin ich da wie einfach ganz normal vom Zug ins Fernsehen gegangen und ein bisschen Mut gebraucht. Und nachher haben sie mich genommen für die Runde, die es dann darum gegangen ist. Am Schluss hat niemand, soviel ich weiss, niemand gewonnen. Das ist da, denn heute ist es geht ums Gönnen noch dazu, oder? Und um den Nervenkitzel, den man am Zuschauer bieten kann. Das war es da nicht so gewesen. Einfach schön singen, nachher ein Interview mit dem Jan Hiermeier und so, das ist mir natürlich noch sehr, sehr in Erinnerung. Das ist jetzt aber noch spannend, du hast jetzt quasi den roten Teppich mit dem Auftritt geleitet für eine Musikkarriere. Wieso hast du dich jetzt umentschieden? Wieso hast du gesagt, ich muss zuerst reisen, ich muss zuerst nach Afrika? Ja, mich hätte noch sehr vieles interessiert im Leben, und ich musste ja Matur machen zuerst noch. Ich war in einer sehr strengen Schule, mit Latsch und Griechisch in Basel und viel Mathematik, also es war eine happige Schule. Und nachher hatte ich einfach so viele andere Interessen gehabt. Und habe auch gleichzeitig gemerkt, dass mein Musikertum, das stimmt für mich noch nicht. Ich habe es wirklich vergessen. Die Leute können das alle fast nicht verstehen, dass ich gesagt habe, 40 Jahre einfach etwas anderes gemacht, auch gern, auch fantastisch. Und jetzt bin ich im höheren Alter einfach wieder nochmal dazugekommen, die Musik nochmal hinten vorzuholen und mich nochmal ein bisschen mit dem zu identifizieren, was ich jetzt mache. Grossartig. Und ich würde das, was du jetzt im Moment hast, jedem gönnen, wenn er dann eben sein höheres Alter reinkommt. Ich auch. Ja. Super, ich danke dir vielmals für das Interview. Bei uns ist schon wieder Zeit für die News, du kennst ja. Also schalten wir zurück zum Radio Monat.